Hallo miteinander, wir sind endlich beim nächsten Update angelangt, deshalb würde ich sagen, dass wir direkt loslegen, wie sonst auch mit Carlson. Den Anfang macht dabei Cross-Account Band 1 und 2. Um ehrlich zu sein, ja, konnte mich die Reihe bis dato nicht komplett überzeugen. Der Fanservice ist hier auch sehr störend, einfach weil man aus dem Lesefluss gerissen wird. Und ich habe auch die weiteren Bände, meine, oh Gott, lasst mich nicht lügen, ich habe sie im November oder Dezember gekauft, bis Band 4 bin ich gekommen. Und ja, es ist eher etwas für zwischendurch. Vielleicht ändert sich das mit der Zeit. Dann geht es weiter mit Haru x Kyo Band 1 bis 3. Um ehrlich zu sein, hatte ich Sorge, dass ich Koharu auf Dauer unsympathisch finden werde, aber im Gegenteil, ich mag sie wirklich gerne und es ist generell eine super tolle Geschichte. Die Charaktere mag ich auch allgemein sehr gerne und ja, ich kann hier wirklich gar nichts bemängeln. Bin ein sehr großer Fan. Dann geht es weiter mit Mishonen Produce Band 1. Die Reihe ist mit 4 Bänden abgeschlossen und ich habe sie bereits alle. Warum taucht der Manga trotz dessen hier auf? Es gehörte zu einem Manga-Paket, das ich gekauft habe und einige Bände hatte ich bereits oder interessierten mich nicht. Aber ja, es war trotz dessen erschwinglich vom Preis her und deshalb tauchen in diesem Update noch ein paar Bände mehr auf, die ich bereits habe. Auf jeden Fall eine etwas ältere Reihe, trotz dessen hat sie ihren Charme, kann ich nur wärmstens weiterempfehlen. Der nächste Verlag war Egmont. Als erstes hätte ich hier Ajin, Band 13. Eine super tolle Reihe, kann ich nur wärmstens weiterempfehlen. Es tut mir auch schrecklich leid, dass ich jedes Mal, ja, wie eine kaputte Schallplatte klinge, wenn ich den Manga erwähne. Gehört einfach nur zu meinen liebsten Action- bzw. Mystery-Reihen und den Anime finde ich einfach auch nur super, super toll. Also hier stimmt einfach alles und das hat man nur sehr selten, besonders bei Shonen-Mangas. Dann geht es weiter mit Bibliotheca Mystica Band 1. Die Reihe hatte ich bereits gehabt und dann wieder abgegeben, einfach weil sie mich nicht überzeugen konnte. War im Manga-Paket enthalten gewesen und ist die Mangaka von Witch. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig, ich meine schon. Die hat mir ziemlich gut gefallen, da kann ich dieser Reihe auch nochmal eine Chance geben. Muss da später aber nochmal nachschlagen, bevor ich jetzt, ja, Unsinn rede. Dann geht es weiter mit Bungo Stray Dogs Band 8 bis 10. Eine super tolle Reihe, kann ich wärmstens weiterempfehlen. Auch hier klinge ich wie eine kaputte Schallplatte. Es tut mir schrecklich leid, nur ja, es wird immer besser und besser, deshalb kann ich gar nichts Negatives oder anderes zu dieser Reihe sagen. Habe bis dato noch gar keinen Miniprint gezeigt. Das kann ich wenigstens bei Band 10 mal machen. Ich hoffe, das ist auch der richtige Steckbrief zu dem jeweiligen Manga. Dann geht es weiter mit Infection Band 4, mein Trostpflaster, wenn man so will, für High School of the Dead bzw. Survival Mangas. Reicht nicht an die Reihe heran, aber ich finde sie ziemlich interessant, besonders dann auch den Werdegang und die Intrigen, die manche, ja, Charaktere spinnen und dementsprechend die Situation noch erschweren. Ich finde das einfach nur super, super toll gemacht und es gibt allerlei Überraschungen. Ich finde das einfach nur klasse. Dann geht es weiter mit Love Love Mangaka Band 1 bis 4 und dem Hauptgrund, warum ich dieses Manga-Paket gekauft habe. Es ist eine etwas ältere Story, trotz dessen hat sie ihren Charme und ja, es gab allerlei ulkige und süße Szenen. Trotz dessen ging mir Nao ab und an auf den Senkel, war ein bisschen anstrengend. Der Manga zielt aber auch auf jüngere Leser ab, daran kann es natürlich liegen. Es ist eine sehr süße, aber auch recht naive Story. Hatte trotzdem meinen Spaß, es war eine runde Sache und ich wurde, ja, nicht enttäuscht. Dann geht es weiter mit Say I Love You Band 10 bis 14 und ich sehe gerade, ich mache mal wieder denselben Fehler wie sonst auch. Es bildet sich nämlich ein sehr schönes Bild auf dem Buchrücken. Die Reihenfolge ist jedoch die, die wir auch aus dem Deutschen kennen, deshalb gerate ich da immer sehr schnell durcheinander. Zeige nur ganz kurz die Covers, weil ich mich auch hier jedes Mal wiederhole. Es ist super schade, dass die Bände 7 € kosten, dafür so schmal sind. Ist tatsächlich den Lizenzrechten zu verschulden, aber ich finde es trotzdem recht ärgerlich. Dann geht es weiter mit dem Einzelband Sumizuki, der ebenfalls im Manga-Paket enthalten gewesen ist. Eine sehr interessante Story fand ich wirklich ansprechend. Teilweise hat es an der Umsetzung bzw. Darstellung ein wenig gehapert, deshalb hat er mich nicht komplett überzeugen können. Trotz dessen fand ich ihn allgemein sehr gut.
Der nächste Verlag wäre Manga Cult, vertreten durch Sellside Work Band 1. Und ja, man sieht es unschwer, er ist noch komplett eingeschweißt. Ich kann gar nichts dazu beisteuern, nur fragen, ob ein Ersteindrucksvideo gewünscht ist und müsste den Manga wirklich schleunigst mal lesen. Der nächste Verlag wäre Tokyo Pop, vertreten durch Plexan Band 1, der ebenfalls im Manga-Paket enthalten gewesen ist. Der Yaoi konnte mich bis dato nicht komplett überzeugen, einfach weil, ja, viel zu viel Schlag auf Schlag folgt und das ein bisschen unübersichtlich ist. Zumindest empfand ich das so. Ich müsste mich mal allgemein informieren, wie viele Bände die Reihe hat und ja, die weiteren kaufen. Das Schlusslicht in diesem Video bildet Broken Plate Band 1. Bedauerlicherweise ist es keine deutsche Auflage oder eine, die ich lesen könnte. Warum habe ich sie dann? War einfach im Manga-Paket enthalten gewesen und ich finde die Reihe auch ziemlich interessant, werde sie deshalb auch weiterverfolgen. Auf jeden Fall war es das schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.